Hallo, meine Daseinsformen und Menschen, herzlich willkommen zu Lightning Talks. Good evening, ladies and gentle beings. Lightning Talks is basically, if you don't know it, a session where everyone can just come up to the stage and talk for 10 minutes. Lightning Talks, es gibt kein festes Programm. Die Leute können einfach hochkommen, über ein Thema reden, das sie beschäftigt. Ihr könnt hier vorkommen, Werbung für euer neues Open-Source-Projekt machen oder Gesellschaftskritik, was die NSA gerade wieder plant, oder keine Ahnung, einen Vortrag über die Aerodynamik von Enten. Solange es in 10 Minuten reinpasst, könnt ihr einfach vorkommen und es halten. Ich habe bisher noch keine Anmeldungen bekommen. Das bedeutet, die Bühne ist ab sofort frei und wer möchte, kann vorkommen. Wenn sich niemand meldet, dann wird das eine sehr kurze Session. Is anyone in the room who doesn't speak German here? Okay. Yeah, if you didn't understand, basically you can just come up and talk about anything. There are no submissions yet, so anyone can come to the front. I have a working laptop that can display PDF documents. You can also bring your own device and, I don't know, play some music, but we will be expecting technical difficulties in that case. Gibt es Vorschläge oder ein reines Publikum, was schon auf den nächsten Vortrag wartet und einfach nur die Ruhe und Stille genießt? Okay, falls Leute noch kurz Bedenkzeit oder so brauchen, kann ich ja einfach mal zwischendurch ein bisschen was reden. Ich habe einen kleinen Tipp, einen kleinen Lifehack gefunden. So die Mauspads, die es so auf dem Markt gibt, haben mir alle nicht so wirklich gefallen. Also habe ich mir einfach selber eins gebaut aus einer alten Jeans. Man kann wirklich einfach ein Stück Jeansstoff zerschneiden, auf einen kleinen Pappkarton kleben. Vielleicht noch mit dem Bügeleisen drüber. Funktioniert wunderbar. Die Textur ist perfekt für Lasermäuse. Saugt den Handschweiß schön auf. Und ja, man hat noch die Jeans recycelt. Eigentlich wollte ich ein paar Jeans mitbringen und einen kleinen Workshop anbieten, aber dann hatte ich doch keinen Platz mehr auf dem Fahrrad. Also vielleicht gibt es nächstes Jahr einen Workshop. Bring your own pants und dann schneiden wir da Mauspads raus. Ich habe einfach Prittstift genommen und dann mit dem Bügeleisen drüber. Aber mit Flüssigkleber oder so geht es bestimmt auch. Kann man gern Erfahrungsberichte an mich senden. Hier, emailpony@hardico.de. Vielleicht kriegen wir da sogar eine ganze Bewegung draus. Jo, falls niemand sich meldet, bleibe ich einfach hier. Ah, da kommt jemand. Not yet, no. Oh, I can try. Let's see. Unser spontaner Kandidat benötigt Internet. Let's see how if this works. Karlsruhe Freifunk. Sehr schön. And it's connected. Yeah. So, you want to open a webpage? Yeah. All right. Go Right. ahead. Good. It's keyboard is. Oh, that will be fine, I guess. Yeah. With the keyboards. Okay. Just one second. Can I remove the mask? Yes, if you're in front and speaking, you can remove the mask. All right. It's a fresh install, so everything is new. Yeah, that's fine. Go ahead. All right, the stage is yours. You have 10 minutes. Can I have a. All right, just. Yeah, good. Okay, since I have the opportunity here, so there's going to be this hacker camp in Belgium a few months from now, and on there I will do a talk about Wokwi, because it's a tool that I discovered some time ago,
And I didn't know it before, and I was like trying to get into Arduino and ESP32, like the little boards that you use for making these DIY projects, and also I think companies use them as well. And so I'm a software developer by job, so I like it if I can simulate things and I don't need to break hardware to try out stuff. And so I found this website. I think it's really cool, and I think it's also very nice project that should be shared with everybody that wants to experiment with Arduino, ESP32, and Raspberry Pi Pico. So I thought it would be a good moment to try out, like, showing it. Obviously, I haven't prepared this yet, but I think we can show you something interesting. So this is the website. As you can see, they just list the boards that they support. You have Arduino Uno, you have Nano, you have Raspberry Pi, Pico, Mega, and you can also do MicroPython on ESP32. And also, yeah, on the Raspberry Pi Pico, you can do MicroPython. So all of these boards are supported, so you can just start a project. You can get examples with these projects, and you can connect wires. And then you can execute code. You can also write your code locally and then upload it and then execute it there. And it just works very well. And you can also put breakpoints. And so this helps you if you are trying out stuff and you have like some maybe components that you only have one of and you don't want to break them, then you can try it out. So how this goes is you just can click here. And then you immediately get an example. You can immediately start running. So you get a setup and a loop. So this is not going to do anything, but at least you can already start running it. And then from there, you can also go back and find some examples. So let's take one of these. So here's an example with a humidity sensor. So this is like a nice showcase of what you can do. A clock and then an LED display. And so if you run this, it should take the code which is here and run it as if it was a real board. And so I've tried this, and it's actually you write your code here, you then connect the wires exactly as is shown here, and it just works as is shown here. So you really have a good simulation of software. And so the nice thing is also if you are like connecting wires. The question that you're always asking yourself is like, which wire should I connect where? And here, because they have very good documentation, you can find it out easily, and they also give hints like, yeah, this should probably go there. So if I would stop this project and then click on one of these wires and I delete it, then and I click here, then as you can see, like it's already hinting, this should probably go there. So this, I think it's really handy because I would otherwise be searching on the internet for a while until I figure it out for sure. And here it just does it like that. And then you can change the colors, etc. The diagram is with the JSON. And you can, yeah, you can also then very easily share these projects. So I can just click share, you can send it to my friend. You can also try it out. So I think that is basically what I wanted to show you very quickly. I don't want to take too much of your time. But so for everybody into starting with these kind of Arduino projects website you should know about. One thing that I also want to say is you have like a similar thing with Tinkercad, the tool from AutoCAD as well, on tinkercad.com. And that's also very nice. And there you also have a breadboard as a one of the components, but there you only have Arduino Unos. So this one has a lot more support for different, different kind of boards. Okay, so thank you very much. So have a nice day, otherwise. All right, thank you very much. Actually, thank you for that talk. I was thinking about starting with Arduino, and my friend got me one, but I have no idea how to handle it, so I'll check this out definitely. Is anyone else here who
wants to spontaneously come up to the stage and talk for 10 minutes. Noch jemand, der spontan vorkommen möchte? Erst morgen, genau. Falls ihr euch heute noch nicht traut, morgen gibt es dasselbe nochmal. Und auch am Samstag gibt es auch nochmal Lightning Talks, Day 1, Day 2, Day 3. Da gab es leider auch ein kleines Missverständnis, dass keine Beschreibung im Fahrplan dabei war. Ansonsten hätte man das schon ein bisschen vorher ankündigen können, aber gut, vielleicht morgen dann. Ja, alles klar. Ja, genau, ich bin morgen auch der Herald. Ja? Ja, klar. Alles ist erlaubt. Solange jetzt nicht irgendwie hier Nazi-Propaganda oder sonst was alles hier verbreitet wird, aber immer gerne. VGA, klar. Ja, warte mal kurz. Ja. Sieht die Technik schon ein Signal? Noch nicht. Ja. Genau, also das als Tipp, falls ihr morgen halten wollt, ich habe hier diesen Rechner, der kann PDFs anzeigen und so weiter und Internet. Wenn ihr euer eigenes Gerät mitbringt, habt ihr immer das Risiko, dass es technische Schwierigkeiten gibt. Geh halt mal auf Apply gedrückt. Wir können ein bisschen in der Pause. Jetzt nehme ich deinen Laptop einfach und mach deine Webseite. Okay. Die Tüte ist ja voll mit Adaptern, vielleicht benutzen wir noch einen anderen. Ja, können wir auch. Aber ich nehme jetzt den anderen Laptop hier einfach. Gut, will ich weiterpassen. Ja. Wieder nicht. Okay. Sieht die Technik ein Signal? Nicht? Nee. Ah ja, alles klar. Na gut, kann der auf die Seite? Ich könnte dich hier nehmen. So, geht das. Stößt dann halt hier ein bisschen ans Mikro an, je nachdem. Ja, ich glaube, es passt. Genau. Alles klar, 10 Minuten. Ja, ich werde die wahrscheinlich nicht brauchen. Genau, ich wollte kurz was dazu sagen, wie man vielleicht mal ins Ausland kommen kann, falls das ein paar von euch interessiert. Corona, zumindest die Beschränkungen, nehmen ja auch etwas ab. Damit sind wieder mehr Späße in die Richtung möglich. Und es ist natürlich in Deutschland irgendwie der absolute Klassiker, nach dem Abi irgendwie ins Ausland, Work and Travel in Australien oder Neuseeland,
ist jetzt vielleicht bei der Zielgruppe der GPN hier nicht ganz so der Fall. Aber auch für andere Menschen und nicht nur irgendwie nach dem Abi gibt es da einige Möglichkeiten, so Späße in die Richtung zu machen, wenn einen was interessiert, wenn ihr vielleicht einen Alltag eine Abwechslung vom Entwickleralltag braucht oder euch mal ein bisschen umorientieren wollt. Ich habe nämlich nach dem Abi zum Beispiel bei einem nicht ganz so bekannten Programm mitgemacht. Und zwar ist das European Solidarity Corps. Das klingt jetzt Corps erstmal relativ militärisch oder martialisch. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Und zwar gibt es ja das Erasmus-Programm, das vielleicht einige von euch kennen, wo man irgendwie von der Uni oder so mal ein Semester im Ausland studieren kann, aber eben auch für Nichtstudierende und gerade auch für Nichtstudierende gibt es da tatsächlich einige Möglichkeiten von der EU. Und ich habe zum Beispiel nach dem Abi, war ich eben 2 Monate in der Türkei erstmal und habe am Strand Schildkröten gerettet und nachts aufgesammelt. Und ich war danach in Tschechien auch nochmal für 9 Monate. Genau, ich weiß jetzt nicht, hier finden wir vielleicht was. Genau, und da gibt es eben über dieses European Solidarity Corps einige ziemlich coole Möglichkeiten, falls ihr mal Bock auf ein paar andere Sachen habt. Und da gibt es auch tatsächlich einige Möglichkeiten, wo gerade Leute, die sich mit IT auskennen, relativ gefragt sind. Genau, und da bekommt ihr dann Taschengeld, ihr bekommt eine Wohnung gestellt, ihr bekommt eure Reise dahin gezahlt und wieder zurück. Und für mich war es einfach eine super Erfahrung und genau, ist eben eine gute Möglichkeit, auch gerade wenn man vielleicht nicht die Mittel hat, mal ein Work and Travel zu machen. Genau, falls ihr euch jetzt denkt, ja, jetzt irgendwie für so ein längeres Projekt habe ich auch nicht wirklich viel Lust drauf, dann gibt es die sogenannten Youth Exchanges. Genau, die Youth Exchanges gehen nämlich nur ich glaube, bis zu 20 Tagen maximal, aber teils auch nur eine Woche. Und auch da gilt nämlich wieder genau der gleiche Spaß, dass ihr in ein anderes Land geht mit einer Gruppe aus eurem Land und besprecht dann da irgendwie Thematiken. Also ich war zum Beispiel mal auf einem Workshop in Bulgarien, wo wir mit anderen internationalen Teams über irgendwie Bedrohungen für Kinder im Internet gesprochen haben und so. Und ich weiß nicht, ich fand das total spannend, irgendwie ja, da eben so Sachen kennenzulernen. Genau, da wäre jetzt das Stichwort eben diese European Youth Exchanges. Aber ansonsten gibt es auch noch andere Möglichkeiten parallel dazu. Es gibt zum Beispiel Kulturweit, falls ihr das kennt, das ist, die arbeiten dann zum Beispiel mit so Organisationen wie irgendwie Amnesty oder zusammen oder mit der Goethe-Stiftung im Ausland, also ein bisschen, naja, schon so, haben etwas intellektuellere Ansprüche dann zum Teil, aber genau, gibt eben auch da ziemlich viele coole Möglichkeiten und ich kann gerade nur empfehlen, sich mal in diese ganzen Erasmus-Plus-Geschichten einzuarbeiten. Da gibt es dann auch eben Praktika und andere freiwilligen Tätigkeiten, die eben komplett unbezahlt sind, mit super vielen Möglichkeiten, sich fortzubilden. Ihr bekommt dann Zeugnisse am Schluss und ich glaube, es sieht auch einfach, macht auch einen guten Eindruck, wenn man mal im Ausland war und vor allem, es macht auch Spaß und zumindest für mich war es eine große Bereicherung. Genau, und es ist einfach schade zu sehen, wenn dann da irgendwie viele Möglichkeiten und Gelder verfallen, weil, ja, ist einfach eine coole Sache. Genau, das war's. Cool, vielen Dank. Upsa. Und bis der, die oder das Nächste sich meldet, kann ich da auch noch kurz was dazu beitragen. Ich war auch im Ausland, habe dort studiert. Und es gibt nicht nur das Erasmus, sondern man kann auch sogenannte Doppelmaster machen, wo man dann quasi mehr als nur ein Semester ist. Da gibt es verschiedene Unis in Deutschland, die dann zum Beispiel mit Frankreich Kooperation haben. Und ja, wenn man so einen Doppelmaster macht, verbringt man dann meistens 2 Jahre in Deutschland, 2 Jahre in Frankreich, schließt dort seine Masterarbeit an einem französischen Institut ab zum Beispiel oder in England oder in Spanien oder so und bekommt dann das Masterdiplom in beiden Sprachen, was eigentlich ziemlich cool ist. Und dann kann man natürlich auch viel tiefer in die Kultur eintauchen als jetzt nur für ein Erasmus-Semester oder so. Gibt es neue Freiwillige?
die gerne möchten. Aha, ja, eine Meldung. Sehr cool, sehr cool. Und noch ein Thema, das mich sehr begeistert, das lang ist. Ja. Brauchst du Laptop, vielleicht oder? Vielleicht brauche ich einen Texteditor, aber schauen wir mal. Also, ja, da müsste Kate drauf installiert sein. Also, hallo. Ui. Ich habe vor einer ganzen Weile angefangen, handschriftlich in einer recht alten Schrift namens Corrent zu schreiben. Das ist nicht so wahnsinnig interessant an und für sich, aber weil diese Schrift alt ist, hat sie mich dazu gezwungen, mich mit einem Ding auseinanderzusetzen, mit dem man sonst heutzutage nichts mehr zu tun hat, nämlich mit dem langen S. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Asterix gelesen habt, Asterix bei den Goten. Wenn die Goten was sagen, dann wird das grundsätzlich immer verwendet, da gibt es das runde S dann gar nicht. Und das sieht dann so aus, als ob sie lispeln, ist lustig. Tatsächlich hat das Ding einen Sinn. Und zwar, ich meine, so als Mensch liest man seine Wörter ja normalerweise nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern als ganze Wörter. Und mit anderen Worten, jedes Merkmal, das ein Wort eindeutig identifiziert, ist hilfreich zum schnelleren Lesen. Natürlich nicht hilfreich, wenn sie fast genauso aussehen wie andere Buchstaben. Zeigen vom langen S? Na klar. Dann weiß jeder, wovon wir reden, wenn wir ein Bild haben. Hat's also abermals vielleicht einen Texteditor hat, weil man kann es tatsächlich tippen. Sagt oder auf Wikipedia gibt es bestimmt ein großes... Ja, aber dann muss ich nichts mehr sagen, dann können die Leute den Wikipedia-Artikel lesen. Ja, stimmt. Ach so, cool. Alt-Graphic wird anderweitig benutzt in dem Ding. Also, dann muss ich Wikipedia benutzen. Und ich mache aber gleich ein Bild auf, das ist uns geschummelt. Das Ding. So, jetzt ist auch klar, warum ich sage, es sieht ein bisschen aus wie ein F. Die Sache ist die, wann man das verwendet. Es gibt Regeln, nach denen man das verwendet, nämlich immer im Silbenanlaut. Und im Silbenauslaut oder am Wortende würde man das runde S benutzen. Weil es die deutsche Sprache ist, gibt es natürlich Ausnahmen. Beispielsweise ST, wenn irgendwo im Wort ST auftaucht, außer es ist eine Wortverbindung, also zusammengeschriebene zwei verschiedene Wörter, die halt, wo das Leerzeichen weggelassen wurde, dann würde man auch das lange S schreiben. So, und das bedeutet letztendlich, dass ich Wortverbindungen einfacher formen kann und sie lesbarer bleiben, weil das runde S an der Stelle statt dem Leerzeichen als Trenner funktionieren kann, wenn sonst ein Doppel-S zwischen den Wörtern auftreten könnte. Oder auch, wenn ich ein Wort habe wie Wachstube, oder dann kann ich an der Stelle das S eindeutig dem Stube zuordnen, weil es ein langes S ist, weil es im Silbenanlaut ist, von Stube ist. Im Vergleich dazu Wachstube. Das wäre ein rundes S. Und wenn ihr euch die Wörter jetzt mal vorstellt, die sehen komplett gleich aus. Es ist kontextabhängig. Jeder, der programmiert, weiß, dass Kontextabhängigkeit also nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man versucht, sich klar auszudrücken. Und eine klare Ausdrucksweise ist, ich denke, das schätzen viele Leute, und dieser Buchstabe könnte dabei helfen. Naja, das ist eigentlich alles. Ich mag den. Dankeschön. Jo, vielen Dank. Dann kann ich da auch gleich noch was dranhängen, es sei denn, jemand möchte jetzt sofort aufspringen und übernehmen. Ich wechsle mal das Mikrofon. Jetzt bin ich selber der Speaker. Cool. Und zwar gibt es das sogenannte alternative Tastaturlayout Neo für Neo ergonomisch optimiert. Ich schau mal kurz. Neo-Layout. Ja, da geht's schon los. Ihr merkt, ich tippe so, weil ich es gewohnt bin, mit Neo-Layout zu tippen. Und das ist hier gerade ein Live-System. Das heißt, es hat es nicht drauf. Neo minus, nicht minus. Hier, aha. Layout.org. Yes. Genau. Jo. Wer von euch weiß nicht, was ein alternatives Tastaturlayout ist?
Alle wissen es, okay. Also dann rede ich vielleicht, tue ich hier schon Bekehrte bekehren, aber es gibt ja das alte Problem, dass diese Querztastaturen, die wir alle kennen, noch aus der Zeit der Schreibmaschinen stammen. Die wurden halt mal so festgelegt. Warum, aus welchen Gründen die genau so festgelegt wurden, da gibt es verschiedene Mythen. Einmal, dass irgendwie die Buchstaben, die häufig aufeinander folgen, weit auseinander liegen, damit sich die Hakenmechanismen nicht verklemmen. Andere sagen, das wurde so angelegt, damit man im Englischen das Wort Typewriter auf der oberen Zeile schnell tippen kann. Das haben dann wohl die Schreibmaschinenvertreter immer diesen Trick benutzt. Egal, auf jeden Fall ist es nicht ideal, weil halt irgendwie wichtige Buchstaben liegen weit voneinander entfernt. Und irgendwann haben sich Leute gedacht, hey, das könnte man doch mal neu ausrichten. Da gibt es das berühmte Dvorak-Layout, das ist schon ziemlich alt. Und da wurde wirklich versucht, die häufigsten Buchstaben am einfachsten erreichbar zu machen. Das ist allerdings jetzt schon etwas älter und vor allem für die englische Sprache optimiert. Für die deutsche Sprache gibt es seit 2004 oder so hier das Neo-Layout. Das ist einfach so eine Gruppe, die sich im Internet gefunden hat und die sich daran gesetzt haben, ein neues, besseres Layout zu erstellen. Wenn ihr euch das hier anschaut, seht ihr zum Beispiel, dass alle Vokale U, I, A, E, O auf der Home Row liegen und die häufigsten Konsonanten S, N, R, T, D liegen auch auf der Home Row. Das heißt, um die Wörter zu tippen oder die Buchstaben zu tippen, die am häufigsten sind, muss ich meine Finger quasi gar nicht bewegen. Dann gibt es aber auch noch solche Tricks, dass zum Beispiel hier das S, das C und das H, was ja SCH ist, die liegen so, dass ich abwechselnd mit zwei Fingern tippe, SCH, sodass man das Sch, was im Deutschen sehr häufig vorkommt, sehr schnell tippen kann. Solche Spielereien gibt es da. Es geht aber noch weiter und das knüpft an die Sache mit dem langen S an. Dieses Neo-Layout hat nämlich auch noch höhere Ebenen. Moment, wo kann ich das jetzt hier auswählen? Da, genau. Also das war jetzt Ebene 1. Ebene 2 sind natürlich die Großbuchstaben. Ebene 3, da wird es jetzt interessant. Neo hat, ihr seht hier, bis zu 6 Ebenen. Da gibt es dann jede Menge Modifier, die man noch zusammen kombinieren muss. Da verklemmt man sich am Anfang ein bisschen die Finger, aber irgendwann hat man es raus. Und wenn ihr hier anschaut, als Programmierer werdet ihr das lieben, denn hier gibt es jetzt zum Beispiel eckige Klammern direkt nebeneinander. Backslash, was ja auf der deutschen Tastatur Alt-G-R-Scharf-S ist, ist total widerlich, hat man hier direkt auf der Home-Row, geschweifte Klammern, spitze Klammern, alles, was man zum Programmieren braucht, super schnell erreichbar. Und wenn wir hier schauen, finden wir das lange S wieder. Das heißt, man kann tatsächlich mit dem Neo-Layout direkt das lange S tippen. Was du vorhin probiert hast, war irgendwie Alt-GR, oder? Also mit X-Servern mit einer deutschen Tastatur drauf geht Alt-Graphic und die normale S-Taste, das lange S. Okay, also er sagt, mit X-Servern mit deutschem Layout geht Alt-GR und? Alt-Graphic und S. Funktioniert das? Könnt ihr mal daheim ausprobieren, vielleicht funktioniert. Wenn nicht, müsst ihr euch bei ihm melden. Genau. Das Neo-Layout kann auch noch mehr. Wenn ihr hier schaut, Ebene 4, habe ich dann hier auf der Home Row, linke Hand, habe ich hier Pfeiltasten, Ende, Position 1, Löschen, Entfernen, ich habe Tab, ich habe Enter. Das heißt, ich muss mit meinen Händen gar nicht mehr die Tastatur verlassen, um irgendwie Enter zu drücken oder Löschen und dann wieder zurückfinden, wo die Home Row war, sondern ich kann das einfach mit dem vierten Modifier direkt so mit den Fingern machen. Finde ich wunderbar. Und wenn wir dann noch weitergehen auf Ebene 5, da finden wir Griechisch. Warum auch immer, wir haben den Platz. Und auf Ebene 6 noch mathematische Formelzeichen. Okay, wer es braucht. Also das Neo-Layout finde ich ganz cool. Man braucht so, wenn man sich richtig dran kniet, so 2 Wochen oder so, um es umzulernen. Das Problem ist nur, wenn man dann wieder beim Freund an der Tastatur sitzt und dann plötzlich nicht mehr schnell tippen kann, dann muss man schauen, ob man sich vielleicht beide Layouts gleichzeitig aneignet. Auf dieser Webseite neolayout.org findet ihr dann auch Hotkey-Treiber für Windows oder auf den meisten Linux-Systemen ist einfach Standard vorinstalliert, könnt ihr direkt auswählen und loslegen. Jo, das war soweit mein kurzer Beitrag zum Neolayout.
wir haben noch eine halbe Stunde. Das heißt, noch jede Menge Zeit. Ich glaube, ich habe nicht genug Witze, um eine halbe Stunde zu füllen. Das heißt, wenn jemand noch vortreten möchte, kann er das gerne tun. Oh, da sehe ich zwei Meldungen. Wollt ihr Schere, Stein, Papier? Ah, nee, er kommt zuerst. Okay. Moment, du bist noch nicht auf dem Mikrofon drauf. Brauchst du eine Präsentation oder möchtest du einfach reden? Ich rede einfach mal so. Dann, bitteschön, stell dich ans Pult. 10 Minuten. Hallo. Ich hatte letztens so ein bisschen durch den Baumarkt gelaufen und habe das Lochblech entdeckt. Dabei dachte ich mir eigentlich, das ist ein recht nützliches Tool. Ihr kennt ja vielleicht diese Lochstreifen mit den, keine Ahnung, 3 oder 5 mm, die man mit Maschinenschrauben relativ gut zusammenschrauben kann. Das heißt, man kann die irgendwie auseinanderschnipseln und wieder zusammenschrauben. Ist eine super Sache. Wenn ich es richtig mache, kann ich damit mir einen kleinen Kreis bauen, den ich auch noch verbiegen kann, komme ich auf einem Quadrat raus. Kann es auch zum Dreieck verbiegen, passt ja alles. Kann ich weiterhin so viele Stücke zusammenformen, dass ich ungefähr eine grobe Form von einem kleinen Mannequin habe. Das könnte ich jetzt zum Beispiel im Gehäusebau oder für irgendwelche dreidimensionalen geometrischen Formen verwenden. Oder auch einfach irgendwelche Prototypen, Gehäuse ganz grob zu bauen, die man nicht extra durch den 3D-Drucker lässt, sondern relativ schnell und auch wahrscheinlich kostengünstig, wenn man es hat, zusammenschrauben kann. Das wäre es eigentlich soweit. Die Frage ist, ob er mal ein Bild davon zeigen kann, war die Frage. Wie heißt das? Eigentlich Lochstreifen. Das ist ein Baumarktteil. Sieht so aus. Das kann man irgendwie zusammenkleben oder wieder zusammenschrauben, wie man möchte, mit einer simplen Metallsäge einfach abtrennen und dann kann man sich irgendwie wie beim Zeichnen eigentlich die geometrischen Formen, die man haben möchte, grob annähern. Man kann auch Dreiecke bauen und wenn man es dann vom 3D-Druck her kennt mit Tessellation auch komplexer damit werden, aber das ist dann viel Arbeit. Ja. Ist eigentlich egal, es gibt ja die Maschinenschrauben 3 mm, die man beim zum Beispiel Sonderpreisbaumarkt für kiloweise kriegt. Ist eine lustige Idee. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Jo, dankeschön. Also ihr dürft auf der Bühne die Maske auch abziehen, dann kann man euren Mund besser sehen. Ihr könnt sie aber auch anlassen, wird niemand zu irgendwas gezwungen hier. Dann war da noch eine Meldung? Ja, genau. Komm ruhig. PDF? Ja, alles klar. Aufrufen. Gut. Soll ich es einfach selber machen? Oder? Ja, am besten. Du weißt selber, was ich. Ja. Viel Spaß. Okay. Hat es ja auch irgendwie so einen Präsentationsmodus oder hier, ja? Genau. Also der letzte Hackertreff, auf dem ich war, das war 36C3 2019 und seitdem ist ja nichts passiert, ne? Also deswegen habe ich gedacht, kann ich den gleichen Lightning Talk ja hier auch nochmal präsentieren, weil dazwischen, ich meine, während Corona, also bei mir ist da nichts passiert dazwischen. Deswegen ist es auch so, dass ich dieses Projekt von damals, das ich da vorgestellt habe, jetzt hier wieder dabei habe und jetzt die Version 2.0 mache. Um was geht's? Man stellt sich vor, man hat einen Hackerspace und in dem Hackerspace wird viel getrunken und dann muss man sich ja immer überlegen, okay, wie rechne ich das jetzt ab? Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Geld in die Kasse schmeißen, wenn ich mir ein neues Getränk hole, außer es ist so eine große Veranstaltung mit Trollen. Also der Use Case ist einfach, ich brauche einfach so eine ganz normale Strichliste eigentlich. Die möchte ich halt gern digitalisieren. Also das was man hier gesehen hat, das unten rechts, das war quasi so die Originalstrichliste, die wir vorher hatten. Security by Trust, also jeder trägt auch nur bei sich selber das Getränk ein, das er getrunken hat. Und wenn er was eingezahlt hat, trägt das auch den richtigen Betrag ein. Also es gibt jetzt hier keine Authentifizierung oder sowas. Und nachdem wir eben dieses Papier da hatten und das immer ziemlich viel Aufwand war, das immer dann in eine Tabelle zu übertragen, haben wir dann gedacht, okay, baue ich doch mal ein kleines System. Oder beziehungsweise eigentlich habe ich gedacht, was gibt es denn da so draußen, was man verwenden kann?
Und dann habe ich halt festgestellt, dass natürlich alle Leute, die sowas bauen für ihren Hackerspace, die bauen natürlich das gleiche sexy und geil. Also wenn ihr sexy und geil wollt, müsst ihr auf den nächsten Talk warten. Also das ist dann immer irgend sowas Cooles, wo man den Barcode-Scanner hat und so einen kleinen Computer, der nur 0,02 Watt verbraucht und oder irgend sowas, Lochstreifen, was auch immer. Und im Endeffekt ist dann aber das Ergebnis gar nicht mal so toll von der Bedienbarkeit. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt jetzt was ganz Langweiliges, was aber gut funktioniert für uns. Und nachdem das so gut funktioniert, tatsächlich gut funktioniert, habe ich dann eben auch gedacht, ich stelle es mal vor in dem Lightning Talk und jetzt kann ich jetzt auch noch mal ein paar Minuten damit füllen. Die Idee hier ist ganz klar, keep it simple, stupid. Ja? Möglichst klein, kann möglichst wenig und geht nie kaputt. Und das heißt, wir machen eine Webanwendung. Ich habe jetzt Vue.js verwendet, weil das eben, oder manche, ich glaube, manche sagen auch Vue, oder ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, bin da nicht irgendwie hip. Vue.js ist als Frontend, es ist so ein schönes JavaScript-basiertes Frontend-Technologie, wo man quasi in das HTML direkt die dynamischen Elemente mit reinschreiben kann. Und damit dann eben auch sehr leichtgewichtig unterwegs ist. Python, Flask, das ist ja quasi so ein super minimaler Webserver. Und SQLite, weil das ist eben so eine super minimale Datenbank. Und mehr brauchen wir ja nicht. Wir haben ja nur eine Tabelle mit Nutzern, Transaktionen und Produkten. Genau. Und das Ganze läuft auf einem Android-Tablet mindestens Version 5. Natürlich kann man es auch irgendwo anders laufen lassen, aber die Idee war hier auch, dass ich dann damals einfach auf eBay für 60 Euro so ein altes Tablet von 2015 oder was gekauft habe, gebraucht. Und das läuft immer noch. Also es läuft auch Tag und Nacht durch und läuft immer noch. Also es ist quasi eine richtig schöne Form von Upcycling, weil wer macht jetzt heutzutage noch was mit einem Tablet von 2014? Genau, so schaut das Ganze aus. Also wie man sieht, ist es bunt und es hat sogar ein paar Convenience-Features. Also quasi da in der ersten Zeile sind immer die letzten 5 Leute. Das heißt, wenn man da länger unterwegs ist im Lab und ein Spezi nach dem anderen holt oder Mate, dann findet man sich auch gleich wieder. Es hat aber auch so eine Suchfunktion, wo man den Anfangsbuchstaben von seinem Nick oder von seinem echten Namen eingeben kann und es ist diese Liste halt und dann gibt es halt die Möglichkeit, hier kann man auch einen Account anlegen mit diesem Button. Man kann halt dann eben auf der nächsten Seite sich das Produkt auswählen, das man eben kaufen möchte. Man kann Geld einzahlen, was man hier unten links sieht. Und es gibt hier sogar noch so eine Historie der letzten Transaktionen, die auch da datensparsam ist. Das heißt, wenn die Transaktion länger als ein paar Tage alt ist, wird die auch nicht mehr angezeigt. Aber die, die vom gleichen Tag sind, kann man auch zurücknehmen, wenn man sich verklickt hat. Genau, also im Endeffekt kann das eigentlich alles, was man braucht, zumindest aus Nutzerperspektive. Aus Admin-Perspektive ist es nicht so einfach, als wenn ich jetzt ein neues Produkt hinzufügen muss, dann muss ich das einfach selber in die SQLite-Datenbank eintragen. Da gibt es jetzt kein Admin-Interface. Und das Coole an der ganzen Sache, jetzt kommt die einzig coole Folie heute, ist, es ist verdammt wenig Code. Ja? Also wir haben Server und Client, klar. Die Arbeitsteilung ist wie bei einer aktuellen Web-Anwendung eben auch, dass eigentlich alles, was da zu sehen ist, im Browser läuft. Und nur alles, was tatsächlich irgendwie auch dann einen bestimmten Persistenz hat, auf dem Server läuft. Auf dem Server, da muss ich eben nur eine Seite ausliefern und danach habe ich eine WebSocket-Kommunikation und ich habe hier das Datenbankmodell, wo eben diese 3 Tabellen drin stehen und wie die Felder funktionieren. Das sind 96 Zeilen Code und dann habe ich noch Serverlogik, 180 Zeilen Code. Das ist alles, was ich auf dem Server brauche. Auf dem Client habe ich, wie gesagt, HTML, wo diese Vue.js oder Vue.js oder was auch immer Elemente drin sind. Ich habe natürlich Applikationslogik, also zum Beispiel, wenn ich einen Nutzer auswähle, dann kommt die Animation zu der nächsten Seite, wo ich ein Produkt auswählen kann und so weiter. Und wir haben auch so ein cooles Quiz zum Beispiel gebaut, wenn man einen neuen Nutzer registriert, wo man sich durchklicken kann, damit man lernt, wie das funktioniert. Also auch hier ist es so, dieses HTML sind 91 Zeilen Code. Und dann habe ich halt diese Vue-Module drin, die ich selber geschrieben habe, zum Beispiel eben das Formular zum Nutzer anlegen, 525 Zeilen Code. Und Client-Logik, also die Kommunikation und was weiß ich, wenn ich jetzt auf Transaktion zurücknehmen klicke, dann schickt er halt was entsprechend an den Server und so 148 Zeilen Code. Also im Endeffekt ist das gar nichts. Und das fand ich eben sehr erstaunlich, weil wie ich angefangen habe, das zu machen, ich wollte es ja eben erst gar nicht machen, habe ich mich mit diesen Technologien auch überhaupt erst beschäftigt. Also ich hatte vorher immer ja halt Oldschool-Webseiten gemacht gehabt, aber nicht so eine moderne Web-App. Und es ist unglaublich, wie viel man erreichen kann in so einer modernen Web-App mit sehr wenig Code. Genau. Also, wie gesagt, zu Beginn wird diese HTML-Seite ausgeliefert und in der steht dann auch einfach in JSON auch schon die ganze Anfangszustand der Datenbank drin, also welche Nutzer und welche Produkte es gibt.
Und dann wird halt die WebSocket-Verbindung aufgemacht zum Server, um dann eben Updates zu schicken. Also wenn ich zum Beispiel ein Produkt klicke, schicke ich dem Server, hey, der Nutzer möchte dieses Produkt erwerben. Und der Server schickt dann eine Broadcast-Nachricht zurück. Übrigens, dieser Nutzer hat jetzt weniger Guthaben. Das heißt, theoretisch kann man das sogar mehrere Tablets zusammen in einem Netzwerk verwenden, wenn man möchte. Genau, das ist das, was hier unten steht. Und witzig vielleicht noch, wie wird das Ganze jetzt dann überhaupt eingesetzt? Wie kriege ich das auf das Android-Tablet? Das ist auch sehr schön. Unser Tablet ist jetzt so ein altes Sony Xperia, da haben wir ein Lineage OS drauf. Und dann gibt es ja Thermux. Manche denken vielleicht, Thermux, das ist ein Terminal für Android, aber tatsächlich ist das viel mächtiger. Es ist eigentlich eine richtige Distribution, Software-Distribution für Android, wo ich dann eben auch innerhalb von dem Thermux Sachen wie Python installieren kann. Da habe ich Pip und dann habe ich auch automatisch Flask und so weiter. Ich kann SQLite installieren, ich kann SSH-Server laufen lassen. Was ich noch gemacht habe, ich habe dann Syncfing da drauf installiert und das Syncfing macht dann automatisch das Backup zum beim Server, sodass die Daten auch nicht verloren gehen, wenn das Tablet doch mal kaputt geht. Und mittels Thermux Boot kann ich dann sogar zum Start eben diesen Server laufen lassen. Also wenn das Tablet ausgeschaltet und wieder angeschaltet wird, läuft dann auch der Server dann wieder von selber. Und in dem Browser ist halt einfach diese Seite als Startseite eingestellt und macht dann Fullscreen. Also ich bekomme eine Seite, wo ein Button ist, klicke hier drauf und dann ist das Ganze im Fullscreen, dann sieht man nicht mal mehr den Browser. Und mit dem Lineage iOS Kiosk Mode kann ich dann sogar noch sicherstellen, dass die Leute nicht anfangen, irgendwie in dem System Sachen zu machen. Genau. Alternativ könnte man auch einen zentralen Server laufen lassen mit mehreren Clients, habe ich ja schon erwähnt. Und man könnte natürlich auch andere Frontends entwickeln, weil diese WebSocket-Verbindung natürlich sehr einfach ist. Ja, also wir haben das in Freiburg in Betrieb seit 2019, März. Diese Zahlen hier sind die Zahlen von 2019, aber seitdem ist ja auch nichts passiert. Also weiß ich nicht, wie viele tausend Transaktionen das mehr geworden sind. Und es gibt es auch als freies Softwareprojekt. Und wie gesagt, ich mache jetzt halt, hier auf der GPN als Projekt das weiter. Ich möchte jetzt nämlich ein bisschen Administrationsoberfläche dazu bauen. Die hat dann plötzlich wahrscheinlich 3000 Zeilen Code, weiß ich noch nicht. Damit man das eben dann auch leichter in dem anderen Lab einsetzen kann oder im Hackerspace einsetzen kann. Falls irgendjemand sowas brauchen kann, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Hier stehen ja auch so Adressen und so. Also die oberste ist die, wo man mich findet. Genau. Das war's. Wo können wir dich hier auf der GPN erreichen? Wo sitzt du? Wo findet man dich? Ich habe jetzt hier keinen direkten Sitzplatz. Meistens sitzen wir auf der Wiese draußen. Aber ich glaube, wenn man jetzt im GitHub, na gut, ich weiß nicht, ob im GitHub mich erreicht. Keine Ahnung, ansonsten kann man mir eine Mail schicken. Aber ja, ich kann natürlich gerne hier eine Mailadresse hier oben reinschreiben und die könnt ihr euch abschreiben. Das wäre dann einfach zum Beispiel gpn@learnrules.de, da könntet ihr mich erreichen und dann können wir uns hier treffen und gemeinsam dran hacken, sehr gerne. Alles klar, vielen Dank. Jo, ich danke. Dazu auch noch den Tipp, da waren ja jetzt gerade viele Links. Dieser Talk wird ja auch aufgezeichnet und ihr könnt dann einfach später nochmal auf mediaccc.de das nochmal anschauen und durchklicken und dann findet ihr auch im Zweifelfall die Details nochmal, die hier kurz zum Besten gegeben wurden. Super, wir haben noch knapp eine Viertelstunde, dann ist rum. Da steht noch jemand auf. Ah ja, sehr gut. Machst du eine Präsentation oder? Nee, einfach Webseiten. Alles klar, 10 Minuten. Moin. Wo du eben schon gerade von LineageOS und Thermux gesprochen hast, wollte ich auch einmal kurz in die Runde fragen, wer von euch hat denn schon, ist gerade bei seinem dritten Smartphone, einmal melden, bei seinem dritten Smartphone, ja, schon einige, ja. Und meistens ist es ja so, dass man sich ein neues Smartphone kaufen muss, irgendwie, weil die Software nicht mehr geupdatet wird, der Hersteller bringt keine Updates mehr raus, obwohl die Android-Version schon viel weiter ist. Und da habe ich mich jetzt auch ein paar Mal mit beschäftigt, weil ich bin jetzt bei meinem dritten Smartphone. Ja, und da ein interessantes Projekt gefunden, um nämlich auch eine native Linux-Shell auf Android-Geräte zu bringen. Das Ganze nennt sich Postmarket OS.
Genau. Und die bieten eine echte Linux-Distribution für Android-Smartphones, was ich recht interessant finde. Und da sind tatsächlich echt einige Geräte unterstützt. Das Ganze basiert auf Alpine Linux und wenn wir mal irgendwie ins Wiki gehen und in die Geräteliste gucken, dann kann man da schon recht viel runterscrollen und ja. Die haben recht starken Support an Geräten, wobei man auch sagen muss, weil die Treiber halt meistens irgendwie vom Hersteller dann gemacht werden. Das sind jetzt die am besten unterstützten Geräte und man sieht halt irgendwie oft irgendwie, ja, das Smartphone kann dann auch keine Telefonie unterstützen, was so ein bisschen den Sinn eines Telefons kaputt macht, aber ja. Und das Coole ist halt auch, Linux hat in den letzten Jahren auch immer weiter daran gearbeitet, mobilfreundlich zu sein, also insbesondere die beiden großen Oberflächen KDE und GNOME, also GNOME insbesondere, ihre Apps, aber auch den Desktop mobilfreundlich zu machen. Wir können jetzt zum Beispiel mal die GNOME-Apps angucken. Dann finden wir da halt auch bei manchen Apps, dass diese halt auch mobilfreundlich sind. Mal gucken. Genau, dann ist hier so ein Mobil-Symbol dahinter. Und es werden halt auch immer mehr Apps speziell für Mobilgeräte entwickelt. Hier oben halt auch irgendwie für Anrufe. Oder es gibt auch eine Fitness-App zum Beispiel. Also recht interessant alles. Und insbesondere halt auch sowas wie Flatpak, wer das kennt. Halt so containerisierte Apps. Die gibt es halt auch für ARM-Geräte. Das heißt, da kriegt man halt nochmal mehr Software. Und was ich auch cool finde, es gibt was, das nennt sich Box 86. Genau. Genau, damit kann man Linux x86 Anwendungen auf einem ARM-System laufen lassen. Das heißt, theoretisch soll es sogar möglich sein, Windows x86-Spiele durch Wine und Proton und Box 86 auf Linux ARM zu spielen. Also alles sehr interessant. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe mir extra mit meinem dritten Smartphone darauf geachtet, dass es sowohl Lineage OS Support hat, als auch von Passmarket OS unterstützt wird. Und das Coole ist sogar, man kann die beiden Sachen dual booten. Android hat so ein lustiges Partitionssystem mit so einem A-B-Partitionsschema, wo dann, wenn ein Update kommt, das auf die B-Partition installiert wird, sodass man halt immer ein lauffähiges System hat. Und das Ganze kann man halt ausnutzen, um auf dem A-Slot dann Lineage OS zu installieren oder auf dem B-Slot sowas wie Passmarket OS. Und dann ist noch das Coole, man kann den Home-Ordner der beiden Linux-Distributionen teilen lassen. Ja, wollte ich mal so in die Welt raussetzen. Ich hoffe, ich konnte damit ein paar Leute anregen, dem mal einen Test zu geben. Dankeschön. Vielen Dank. So, Zeit für noch ein oder zwei kurze Talks haben wir noch. Jo, ich sehe gerade keine Meldung. Wenn niemand sich traut, dann labere ich hier noch ein bisschen rum. Ich habe tatsächlich noch was im Petto. Niemand sonst? Gut, dann wechsle ich wieder das Mikrofon. Und zwar klaue ich jetzt einfach ganz dreist einen Talk von der letzten GPN, den jemand anders gehalten hat. Und ich war der Herald, habe ihn angekündigt und fand den Talk cool. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das noch finde. Warte mal, das war self. Ach so, scheiße, wie geht jetzt underscore? Ja, genau. Doc, kennt ihr den schon?
Suchen wir mal. Nein. Zuletzt habe ich das gesucht mit DuckDuckGo, da kam das recht bald. Gut, dann suchen wir mal hier. DuckDuckGo. Ich habe ja Zeit. Ne? Ach ja. Nächstes Mal bringe ich eine gescheite Maus und Tastatur mit hier. Naja. Also nochmal. Self. Also ich tue hier nur Zeit schinden, gell? Wenn ihr jetzt schnell noch aufspringen wollt, könnt ihr das gerne tun. Doc. Ist die Python-Syntax hier richtig, die ich gerade angehe? Schauen wir mal. Hier genau. Self.doc. Bitte einmal. Ja. So, Fullscreen. Fullscreen bitte. Ja, genau. Ein Typ namens Thomas Waldmann offenbar findet, dass das eine ganz coole Idee war. Und zwar ist dieses underscore doc ist angelehnt an Python. Ich selber kann gar kein Python, aber anscheinend kann man allen Objekten diese doc-Funktion, diesen doc-String zuweisen. Und wenn man den dann aus Python aufruft, dann erklären die, was sie tun. Also so eine ganz kurze Manpage oder ein, zwei Sätze, was tut dieses Ding überhaupt? Genau, man kann hier interaktiv Hilfe bekommen, man kann dann auch irgendwie anscheinend Doku generieren. Ich mache hier gerade nur PowerPoint-Karaoke, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja genau, bla bla. Die Idee, die dieser Thomas Waldmann hatte, wäre, dass man das doch auch auf das echte Leben anwenden könnte. Nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel hier auf einer Konferenz wie hier der GPN ist, das sind 10.000 Leute und die machen super coole Sachen und alles blinkt und alles leuchtet und alle sitzen da so irgendwie krass an ihrem Rechner und man möchte eigentlich gerne schauen, was tun die eigentlich oder vielleicht fragen, aber man traut sich nicht, man sieht es nicht genau. Also die Leute arbeiten an potenziell Interessanten, aber es wird nicht dokumentiert, woran sie gerade arbeiten. Hier genau ein Beispielfoto. Oder noch ein Beispielfoto. Wenn ich jetzt zu jedem Einzelnen hingehe und frage, oh, das sieht cool aus, was machst du denn da? Dann bin ich den ganzen Abend beschäftigt. Deshalb, schlägt er vor, dass man sich einfach so ein kleines self.doc, beziehungsweise self dann halt durch seinen Namen ersetzen, in meinem Fall pony.doc, so ein kleines DIN A4-Blatt macht, wo man mit ein paar großen Schlagwörtern beschreibt, was man so macht, was man kann, was man nicht kann, was man vielleicht noch lernen möchte, was das gerade für ein Projekt ist, an dem man arbeitet, wie man Kontakt mit jemandem aufnehmen kann und das einfach so als ganz dezentes kleines Plakat an den Rücken des Laptops kleben und dann können die Leute einfach im Vorbeischauen sehen, oh cool, der macht ja dasselbe wie ich, spreche ich mal an. Das ist die ganze Idee dahinter. Ich habe mir das schon gemacht. Ob es was bringt, werde ich jetzt sehen auf der GPN, aber ich fand es genauso eine coole Idee wie er auch, deshalb wollte ich das mal vorschlagen. Was schreibt er hier noch? Ja, keine Ahnung, egal. Alles klar. Fünf Minuten haben wir noch. Last chance. Niemand. Ein Witz. Oh, jemand möchte einen Witz erzählen. Sehr gut. Das Ding ist, wird die FBL nicht lizenziert. Das darf man nur wiederverwendet, wenn man den Namen vor Auto ändert. Was? Okay. Die FBL besagt, dass man das Bild, das darauf verlinkt ist. Moment. Mikrofon, bitte. Also diese Slides scheinen WTFPL lizenziert zu sein. Das ist lustig, weil das Ding sagt aus, dass man die wiederverwenden kann, solange man den Namen des Autors ändert. Also, ja, ich Anwalt ist unterwegs. Ja, scheiße. Okay, dann an den Autor. Niemand hat's gesehen. Bitte die Aufzeichnung verpixeln, so. Ich entschuldige mich förmlich.
und hoffe, dass der Anwalt die Adresse nicht so genau findet. Jo, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Meldung, ja? Oh, jetzt aber ganz schnell. Ne, wir haben natürlich noch Zeit, bis der nächste Talk losgeht, alles kein Problem. Brauchst du PDF von Landkreis? Geht so. Also ich dachte mir, da du vorhin Geo-Layout vorgestellt hast, zeige ich euch mal kurz Q&K. Dauert effektiv nicht lange, also ist effektiv eine Firmware, die man auf Tastaturen draufpacken kann. Und das Ding ist in C geschrieben, man kann es relativ einfach konfigurieren. Wenn es nicht lädt, dann ja, Pech gehabt. Und es gibt auch einen Online-Konfigurator für Leute, die nicht programmieren können. Und dahinter ist effektiv eine super riesige Community. Es gibt sehr viele Tastaturen, Split-Tastaturen. Die sind auch teilweise wie ein Schachbrett angeordnet. Also, ich weiß nicht, ihr kennt es ja, dass die alle versetzt sind. Was ja irgendwie aus den Schreibmaschinen herkommt. Und ja, da gibt es sehr viele Leute, die sich da lustige Sachen ausgedacht haben. Es gibt Unternehmen, die da Sachen machen. Und man kann sich da beliebig viele Ebenen, man sieht hier bis 15, von 0 bis 15 sind 16, Ebenen da zusammenbasteln, wieder ein Shift, FN, keine Ahnung was. Und ja, ich finde es ganz lustig, man kann damit customizen bis zum Abwinken, sodass man nur selber das Ding benutzen kann und sonst niemand, wenn man Bock drauf hat. Ich habe mir irgendwann so eine Tastatur geholt, ist ganz lustig. Ich denke mir auch immer wieder, ich soll wieder zurückgehen. Ja. Alles klar. Gut. Ist das eine Meldung da hinten? Ja, klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Auch mit Slides oder einfach so? Ja, ohne Slides, einfach reden. Alles klar. Um jetzt an QMK anzuschließen, QMK hat insbesondere einen großen Vorteil, dass es auch auf beliebiger Hardware läuft. Das heißt, solange dein Microcontroller ansatzweise intelligent ist, kann er eigentlich QMK laufen lassen. Insbesondere denke ich dann Raspberry Pis und ESPs. Das heißt, man kann sich auch sehr schön was selber hacken. Was QMK aber auch Tolles kann, ist, QMK unterstützt Stenografie. Ich nehme an, ihr habt schon mal von Stenografie gehört, zumindest in handschriftlicher Form. Das ist ein Schnellschreibsystem, mit dem zum Beispiel auch im Bundestag mitprotokolliert wird. Was für mich aber das Problem am Handschriftlichen ist, ist, dass ein unweigerliches Bottleneck entsteht, nämlich niemand kann Stenografie lesen. Oder wer von euch kann Stenografie lesen? So mal Hands up. Einer. Oh, nice. Sehr cool. Nun, Verständlich. Nun gibt es aber auch tatsächlich eine Lösung für, also es gibt für Gerichtsverfahren und Co. auch die Möglichkeit, mit dem Computer mitzutippen, was dann auch Geschwindigkeiten von 300 Wörter pro Minute ungefähr braucht, was man normalerweise nur über kommerzielle Maschinen von die mindestens mal die bei 1.000 Euro anfangen, machen kann. Was aber QMK kann, ist, QMK kann tatsächlich eine solche Maschine über die Software Plover, also QMK kann dafür sorgen, dass eure Tastatur das Maschinenprotokoll von einer solchen Maschine spricht, und dann könnt ihr über Plover, welches eine Software ist, die es euch erlaubt, mit eurer Tastatur Stenografie zu schreiben, selber Stenografie lernen. Stenografie ist aber eine ganze Menge Arbeit, weil Stenografie ist insbesondere... Moment, finde ich hier gerade die Webseite ganz kurz. Ganz oben? Oh, ja doch, ich bin blind, danke. Das ist sehr viel Umgewöhnung, weil, haben wir hier irgendwo schöne Bilder. Bilder sind immer gut für Präsentationen. Moment. Bestimmt finden wir irgendwo ein Bild. Du kannst gerne alles runterladen, es ist ein Live-System. Also. Ja, nee, hier, das habe ich, also, es gibt nicht, also die Anwendung selber ist im Endeffekt ein sehr, sehr schmuckloses Bild. Also ist eine sehr, sehr schmucklose Anwendung, aber es gibt insbesondere, das ist die Tastatur, auf der man tippt. Man tippt hier in einer, also oben, die oben gezeigten Sachen sind die alten Buchstaben, unten sind die neuen. Wie ihr seht, sind manche Buchstaben doppelt vorhanden, ist links ein R, rechts ein R, aber nirgendwo ist ein I zu sehen. Die Idee ist, dass man eine Silbe tippt, man beginnt links und geht dann logisch links nach unten nach rechts, also von Q zu R zu C zu
M zu U und bis zum Z. Und dann kann man damit Silbe für Silbe auf einmal tippen. Und dann ist, also zum Beispiel möchte ich jetzt War, das Wort W-A-R tippen, dann tippe ich W-A-R und dann kann ich die in beliebiger Reihenfolge tippen, da durch den Kontext der Silbe und der Reihenfolge auf der Tastatur festgelegt ist, was ich meine. Wodurch ich dann nicht mehr in einzelnen Buchstaben tippe, sondern in Akkorden, was einem halt um einige schnellere Tippgeschwindigkeit ermöglicht. Das war's eigentlich schon. Wunderbar. Dann, Wahnsinn, haben wir es tatsächlich geschafft, 60 Minuten voll zu kriegen. Ich bin hier schon mit motzmäßig Bammel auf die Bühne getreten, weil sich niemand im Voraus gemeldet hatte, aber schön, so ein spontanes Publikum zu haben. Die 60 Minuten sind um. Wie gesagt, morgen und Samstag gibt es dasselbe nochmal, wenn ihr euch noch überlegen wollt oder einen Kumpel neben euch habt, den ihr anstiften könnt, seid ihr gern willkommen, hier wieder vorbeizukommen. Wenn ihr euer eigenes Gerät mitbringt, rate ich euch, eine Viertelstunde vorher zu kommen, dann können wir schon mal die Technik testen. Ansonsten, Laptop steht zur Verfügung, ich kann PDFs über einen USB-Stick anzeigen und ansonsten wird halt Chaos gehackt, wie hier üblich. Vielen Dank und schönen Abend noch.